Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baubu Bang und dem Vatertagsspezial. Ja, ihr kennt das, ihr steht mit ein paar Freunden, Freundinnen so zusammen und quatscht und klönt, habt ein Getränk in der Hand und dann denkt ihr, das würde ich jetzt gerne mal abstellen. Oh, naja, wie wir das lösen, das seht ihr jetzt. Zurück in der Werkstatt kommt hier das Projekt und zwar aus Bierkästen, also Getränkekästen im Endeffekt. Völlig egal, muss kein Bier sein, natürlich, aber weil Vatertagsspezial, natürlich aus Bierkästen, ein Bierstehtisch. Und das super simpel, super einfach. Also ihr braucht einfach nur ein paar Kästen, dann braucht ihr ein bisschen Holz, also ein paar Holzplatten. Ich nehme hier Siebdruckplatte und zwar 1 cm dicke oder 0,8er Siebdruckplatte ist das. Zwei gleich große Stücke habe ich da schon und ich möchte das Ganze ein bisschen mobil bauen, damit man das anständig mitnehmen kann. Und mir kommt es nicht auf die Schönheit an, sondern auf die Mobilität, weil man will ja ein bisschen vielleicht unterwegs sein und wenn man was dabei hat, dann kann man das gut auch im Auto verstauen, kann es auch mit zu Freunden mitnehmen und hat immer einen kleinen Stehtisch dabei. Also Hauptsache, man hat auch Getränke eingekauft. Zunächst machen wir den Bierkasten erstmal leer. Nicht so, wie ihr denkt, sondern die Flaschen raus, damit wir ein maßhaltiges Orientierungsobjekt haben. Tada! Als erstes kommen jetzt mal die Platten hierher. Die sind natürlich, das sind Restestücke, dementsprechend sind die oft vielleicht ein bisschen, naja, nicht so ganz sauber oder sind ein bisschen kaputt oder was auch immer, aber das funktioniert schon. So, und das ist jetzt die Unterseite, die raue Seite. Und jetzt bemaßen wir uns hier unseren Stehtisch drauf. So, und gucken mal, dass das Ding gerade von allen Seiten so passt. So, 13,5 in die Richtung. 11 in die, 10,5 in die, das heißt, wir gehen nochmal auf 11,5. So, haben wir hier noch 12, also nochmal 2, haben wir 11,75 in die Richtung. 11, zack, so in die Richtung. Und jetzt gucken wir mal eben hier, haben wir 10,7 und 11, machen wir ein in die Richtung. Muss ja nicht hundertprozentig passen. So, was jetzt aber auch ein Trick ist, und zwar, wir müssen so eine Innenkante nachher noch stehen lassen. So, von hier auch 13 als Auflagefläche. Jo, 13 und 13,5. Tada! Dann messen wir uns das jetzt auf der Seite ab. Und dann machen wir uns hier jeweils einen Ausschnitt. Jetzt geht es an der Bandsäge mit dem Ausschneiden los. Juhu, ich habe eine Bandsäge. Ich habe die beiden glatten Seiten jeweils oben und unten dran gemacht, weil ich die nachher so zusammenklappen möchte. Dementsprechend schneide ich beides gleichzeitig aus. So, das bedeutet, ich habe mir den Anschlag hier auf 13 cm gemacht und klemme mir die beiden Bretter jetzt hier so zusammen, damit die wirklich parallel bleiben. So. Passt. Boing. 13 cm. Anschlag. Markiert bis wohin ich säge. Säge an. Hallo. Kein Strom? Ah, kein Strom. Geht sofort weiter. So, kleiner Jump Cut. Los geht's. Also, habe ich mir hier markiert. Und dann ansetzen, so, da bleibt jetzt auch nichts hängen, geht und ab die Post. So, top, ausgeschnitten, jetzt spannen wir das kurz um. Und dann geht es von der anderen Seite weiter.
So, ein bisschen näher. Und dann geht's ab die Post, nächster Schnitt. So, lassen wir auslaufen. Ist, glaube ich, gesünder fürs Band und gesünder für den Schnitt. So, traumhaft ausgeschnitten. Und jetzt müssen wir noch die Schnitte machen. Heißt, wir machen die Bretter wieder solo quasi. Und dann schneiden wir hier die Rundungsteile aus. Damit wir hier einen coolen Ausschnitt machen und das Brett vielleicht auch noch benutzen können, mache ich jetzt hier mit dem Forstnerbohrer, markiere ich mir das hier, quasi da, wo er so angrenzt. Ein bisschen Millimeterarbeit. Bis da und da. So, und mache mir da jetzt Löcher rein. Darunter habe ich ein Opferbrett und ab die Post. Nee, noch nicht ganz durch. Zack, jetzt durch. So, seht ihr? Perfekt. Da kann ich jetzt gleich mit dem Sägeblatt rein und kann hier an der Linie lang. Das machen wir jetzt hier auf der Seite auch nochmal. So nehmt ihr euch ungefähr das Maß, wo es so lang geht. Perfekt. Und ab die Post. So. Noch nicht ganz durch. Super. Ja, jetzt können wir hier mit dem Sägeblatt rein und können das perfekt ausschneiden. So, die beiden Löcher ausgebohrt. Jetzt können wir das hier so einführen wieder. Perfekt. Und können jetzt hier mit dem Sägeblatt da so rein. Muss hier ein bisschen aufpassen. So, da haben wir das. Vielleicht müsste ich ein schmäleres Sägeblatt nehmen. Vielleicht kann ich jetzt erstmal so kurz da in die Ecke reinsägen. Ich könnte das ausbeiteln und dann bin ich gerade mit dem Sägeblatt da drin. Nee, ich gehe da jetzt einfach so rein. Fertig. Tada! So, jetzt gehen wir kurz noch in die Richtung. Was habe ich eigentlich vorher ohne Bandsäge gemacht? Ich weiß es nicht. Ausgesägt. Perfekt. Beide Teile ausgeschnitten. Passen auch so aneinander. Und jetzt natürlich noch die Herausforderung, das ist alles sehr scharfkantig immer, ne? Da muss man total aufpassen. Und das ist ja so unser Grundgerüst und dann werden wir jetzt gleich weiter konstruieren. Aber vorher entgraten wir die ganzen Ecken. Ne? Und was machen wir das? Natürlich die Kantenfräse. So, in der Kantenfräse kurz den Fräser. Das ist ein R4, ein 24,7er Durchmesser Abrundfräser eingespannt. Und dann geht es hier an die erste Kante. Was dabei zu beachten ist, natürlich hier die Stoßkante, wo das andere Brett rankommt, natürlich nicht abzurunden. Das heißt hier einmal außenrum und einmal den Innenradius und das von beiden Seiten. So, jetzt noch die Innenkante.
Ja, fertig abgerundet. Ich würde sagen, das sieht richtig cool aus. So eine Siebdruckplatte mit abgerundeten Ecken fühlt sich erstens total cool an. Man kann sich nicht mehr verletzen und ja, und sieht echt super aus. Ne? Diese dunkle Platte mit den hellen Kanten dann, die werden wir natürlich nachher noch ein bisschen einölen, damit die auch bei Wind und Wetter geschützt ist. Da haben wir unseren Bierkasten und probeweise kann ich jetzt hier die Bretter schon mal drauflegen, um zu sehen, ob es funktioniert und wie es ausschaut. Und ich sehe, es funktioniert und es schaut auch noch super aus. So, und jetzt habe ich mir eine 4,5er Leiste auch aus 1,5er Siebdruckplatte geschnitten und die jeweils Längsseite ist 40 cm genormt und die Breitseite ist 30 cm genormt und dementsprechend werde ich mir jetzt 40er und 30er Teile schneiden, eher gesagt mit einem Überstand von 3 cm auf Gehrung geschnitten, dass ich die hier unten drunter zusammentackern kann. Müsste ich jetzt nicht auf Gehrung machen, aber es soll ja ein bisschen cool aussehen. Und dann erster Schnitt hier auf Gehrung. Erster Teil auf Gehrung fertig. Die Einzelteile sind für den Unterrahmen fertig. Und jetzt probiere ich es einmal, ob das auch alles passt. Und habe die Hinterseite schon, genau. Ja, passt, wackelt und hat Luft. Und jetzt habe ich natürlich noch so ein bisschen rumgekramt in meinen Kisten, was man so alles hat. Und jetzt habe ich so Verschlüsse, so Messingverschlüsse gefunden, mit denen ich dann quasi das Ganze von unten so miteinander verhaken kann und dann ist das echt richtig, richtig, richtig stabil, hoffe ich. Also kramt immer ein bisschen auch in euren Kisten, was ihr noch so an Kram rumliegen habt. Jetzt wird das Ganze erstmal verleimt, nicht? Da ich keinen Rahmenspanner habe, mache ich es jetzt einfach wieder mit der Domino-Fräse. Wozu habe ich die denn? Ich habe so coole Markierungen hier unten, da halte ich die fest. Wo ihr natürlich darauf achten müsst, ist, dass die Dominos dann immer in der richtigen Höhe sind und weil der Anschlag auf der einen Seite etwas niedriger ist, habe ich halt jetzt geguckt, dass das dann auch wirklich auf der gleichen Höhe ist. So ist es und dann kann da jetzt Leim rein und ab die Post. Da kommen jetzt mit Leim die kleinen Mini-Dominos rein und fertig ist es. Leim für die Schweinerei rein, so und so und so und so, das muss reichen und ich gehe stark davon aus, dass das reicht. So, dann ist das hierfür und das passt auch wirklich. Ich kann es ja fast kaum glauben, dass es passt. Gut zusammengedingst, gepresst, gebumst. So, ihr habt das ja schon. Nein, okay, andersrum, 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 so rum, so und hier. Passt, wackelt und hat Luft, unser Rahmen. So, und der kommt jetzt unter unser lustiges Gestell. Jetzt werde ich den Rahmen nachher ja hier noch in der Mitte trennen von beiden Seiten, weil das sind ja zwei getrennte Bretter auch, die ich dann nachher zusammenspanne. Und jetzt bohre ich hier oben die Schraublöcher an, so dass die Schrauben nicht das Multiplex aufbrechen. Also immer wichtig, das mache ich jetzt mit einem 3,5er Bohrer und da kommen nachher 50er Schrauben, also 5er Schrauben in 50er Länge rein von oben. Ich hoffe, dass das hält. Ja, denke ich schon. Wird auch noch verleimt dann. Ha, geht sogar durch. Perfekt. We'll be right back.
Tada! Alle Löcher durch. Jetzt werden die Löcher alle noch schön angesenkt, damit die Schrauben oben sich drin verlieren und ein bisschen weiter runtergehen. So, jetzt werden wir eben noch fix den Rahmen auftrennen, anmachen und ab die Post. Der Rahmen ist positioniert und jetzt hier auch mit den Schnittkanten quasi ausgerichtet. Oh, was für ein Wunder, mit den Fünfer habe ich natürlich mein Holz hier fett aufgespalten und deshalb mache ich das Ganze jetzt einmal mit 3,5ern, mit der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Und ich habe schon die erste Schraube rein gemacht, das hält natürlich tausendmal besser, also funktioniert besser auf jeden Fall. So, dann machen wir mal die anderen rein. So, passt, wackelt unter Luft. Passt, funktioniert, super. Jetzt kommen hier an die Stellen noch unser Verschluss dran. Das kann sehr bündig hier einfach so angebracht werden. Da sucht ihr euch einfach so ein bisschen Pi mal Daumen. Pi mal Auge, sucht ihr euch diese Stellen, könnt ihr natürlich anzeichnen und leicht vorbohren, was vielleicht Sinn macht. Schön gucken, dass es parallel bleibt und jetzt kommt eigentlich der Kracher, das Kracher-Tool. So, Kopf hier wechseln und jetzt kommt hier der Schrägschraubkopf einfach dran. Der ist halt mega geil, weil den kann ich mir jetzt hier einfach so drehen und dann kann ich hier um die Ecke bohren. Und ihr seht, da oben komme ich ja eigentlich mit dem Bohrer gar nicht dran oder Schrauber. Ups, mit der Schraube erst recht nicht. Und jetzt kann ich mir hier die Schraube einmal schön reindrücken einmal. Ein bisschen vordrücken, dass die ein bisschen steht. Und jetzt habe ich hier den Winkelbohrer und kann ganz eng da oben einfach die Schraube reinmachen. Ist das cool? Super, ne? Und jetzt kommen hier noch so zwei Plättchen jeweils auf jede Seite. Die habe ich leicht angefasst und die sollen verhindern, dass die Stoßkanten sich miteinander verschieben. Also das ist so halbe einfach so drüber und genau, die mache ich jetzt einfach ganz spontan hier fest mit der Hoffnung, dass sie nicht unten durchkommen. So, ist auch nicht so irgendwas. Das sind jetzt 16er Schrauben. So, und dadurch verzieht sich das jetzt schon mal nicht mehr so sehr. So. Tada! Fertig! Ja, ihr braucht eigentlich 4 Kisten, um auf eine coole Stehtischhöhe zu kommen. Und hier ist das Objekt der Begierde. Ja. Ich komme mal kurz zu euch nach vorne, dann seht ihr das nochmal. Guckt mal, es sind 2 Hälften, die könnt ihr euch so unter den Arm klemmen. Ich werde natürlich noch eine Version irgendwas bauen, dass man die zusammentackert, irgendwie noch 2 Löcher rein und einen Riemen, dann kann man sich die über die Schulter packen. Genau, also 2 Hälften, jeweils mit so einem Verschluss, rechts und links, einfach so aufschieben. Wo haben wir es? Da. So, und dann wird der Spaß aufgeschoben und einfach unten rechts und links einmal zugemacht und dann sage ich nur noch was Alkoholfreies dazu. Mit dem Vatertag Spezial. Ich sage danke an euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da, kommentiert fleißig und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Und habt ihr noch nicht abonniert oder schon ein Abo, vergesst die Glocke nicht. Da oben, irgendwie oder da unten. Irgendwo ist noch eine Glocke. Schaltet sie an, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was hier passiert. Und ja, ich sag danke und Prost. Ach ja, nicht vergessen, kein Alkohol und bauen. Also DNBODOD. Ich habe vergessen, das T-Shirt anzuziehen. Also kein Alkohol und bauen. Das war euer Bauboom Bang.